Was tun mit den großen Bundeswehrflächen mitten im Kemptener Stadtgebiet? Diese Frage treibt derzeit die Stadtplaner um. Und wenn es nach ihnen geht, auch die Kemptener selbst. Die Bürger sollen bereits sehr früh in Planung und Ideenfindung mit einbezogen werden. Ziel der Stadt ist es auf jeden Fall, dass wir diese Flächen nicht nur planerisch im Griff behalten, sondern dass wir auch das entsprechend in unser Eigentum bekommen, weil wir schon davon ausgehen, dass die Entwicklung dieser Flächen etwas ist, was uns nicht nur Jahre, sondern vielleicht sogar ein, zwei Jahrzehnte beschäftigen wird. Denn wir reden hier immerhin über eine Fläche von rund 200.000 Quadratmeter entlang der Kaufbeurer Straße. Dazu kommen nochmal 20.000 Quadratmeter im Bereich Fachsanitätszentrum. Das sind schon Größenordnungen, die auch für Kempten erstmal verdaut werden müssen. Bereits in den nächsten Monaten wird die Bundeswehr aus dem Kreiswehrersatzamt ziehen. Die Artilleriekaserne sowie das Fachsanitätszentrum schließen voraussichtlich Ende 2016. Das nahe der Kaserne gelegene Versorgungsamt folgt vermutlich Ende 2018. Das Besondere, fast alle Bundeswehreinrichtungen in Kempten haben eines gemeinsam. Sie liegen in zentraler Lage und sind von daher sehr interessant. Nun, auf den ersten Blick ist es für uns ja eine Fläche, die wir nutzen wollen, auch im Sinne eines flächensparenden Umgangs mit Entwicklungsflächen im Stadtgebiet insgesamt. Das heißt, es ist die Chance, die Innenentwicklung voranzubringen, dass wir nicht grüne Wiese umwandeln müssen in Gewerbegebiete, sondern dass wir auch Flächen, die schon bebaut waren, auch zukünftig wieder einer sinnvollen Nutzung zuführen. Und da liegt die große Chance drin, dass wir hier flächeneffizient, flächensparend mit neuen innovativen Konzepten auch in der Zukunft agieren können. Ein paar Schwierigkeiten gibt es freilich noch. So kann beispielsweise die Stadt derzeit noch nicht so ohne weiteres den Boden nach möglichen Altlasten untersuchen lassen. Kein Grund aber, sich nicht schon mal ein paar Gedanken zu machen. Wir hoffen uns von den Bürgerinnen und Bürgern, dass sie uns ihre Ideen bringen, ihre Vorstellungen, was auf diesem Gelände passieren kann. Wobei es natürlich auch bei den einzelnen Flächen schon gewisse Vorüberlegungen gibt. Im Bereich Artilleriekaserne wird sicher eher das Thema gewerblicher Nutzung im Vordergrund stehen. Aber auf den anderen Flächen sind wir da im Moment noch ganz offen. Insbesondere im Bereich des Fachsanitätszentrums sind wir selber noch an dem Punkt, dass wir mal sehen müssen, welche Ideen kommen dazu auch noch. Bis zum Frühsommer dürften die ersten Pläne vorliegen. Dann sollen, so die Stadt, die Kemptener Bürger nochmal zu dem Thema gefragt werden.